Wir sind live. Ist das schon so? Ja. Ich bin zum Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Podcast für die neue Wirtschaft. Spezialausgabe Gründerplausch. Im heißen Berlin. Doppelspezial. Doppelspezial, warum? Wir sind live und es ist ein Gründerplausch. Hammer, ja. Stimmt. Und wir sind in Berlin und zwar gerade in unserer Beraterausbildung. Und das ist auch der Anlass dieses Podcasts. Und es ist brüllend heiß in dieser Stadt. Wir haben das Glück, dass wir gerade in einem klimatisierten Raum sitzen. Aber ich würde trotzdem sagen, selbst hier spürt man die Hitze dieses Raums. Es soll gewittern heute Nacht. So sieht's aus. Um Gewitter wollen wir uns auch ein bisschen kümmern. Um Theater. Beratergewitter. Wir haben uns was Cooles aufgeschrieben. Ein Thema, zwei Gründer, drei Fallen. Vier Tipps. Hammer. Gut, ne? Ja. Also wir wollen euch etwas erzählen über das Thema von der Zusammenarbeit von Beratern und Kunden, mit dem wir viele, viele Jahre zu tun hatten und gelegentlich auch noch haben. Und wir beraten, wie gerade schon gesagt, auch Berater aus und erleben natürlich tagtäglich in den Gesprächen mit denen, wie dieses Berater-Theater sich manifestiert, wie das sowohl den Kunden als auch den Beratern im Wege stehen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass jeder dieses Gefühl kennt, ein Theater zu unterhalten und man hat das Gefühl, es ist unwirksam, es fühlt sich blöd an und trotzdem spielt es jeder mit. Und das wollen wir einmal ein bisschen aufarbeiten und haben dazu drei ganz konkrete Fallen, die wir euch vorstellen wollen, in die Berater immer wieder reintappen gemeinsam mit ihren Kunden und haben uns zum Ende auch noch vier konkrete Tipps aufgehoben, die ich euch am Ende vorstellen möchte und auf die ich konkret eingehen werde, wie ihr als Berater dem Ganzen Rechnung tragen könnt. Genau, dann legen wir doch einfach mal sofort los und steigen ein mit so ganz typischen Beratungssituationen. Was gibt es denn da so alles? Also ganz typischerweise ruft der Kunde den Berater an, ich habe da ein Problem, oder der Berater macht deutlich, ich kann da was. Genau, und die erste Falle, über die wir in dem Zusammenhang auch sprechen wollen, ist das, was wir die Beschäftigungsfalle nennen. Und um das einordnen zu können, müssen wir erstmal einen Begriff ein bisschen erklären, den wir oft nutzen, nämlich den von Beschäftigung in konkreter Abgrenzung zu Arbeit. Und das machen wir erstmal allgemein, um es dann konkret auf die Zusammenarbeit zwischen Beratern und Kunden zu beziehen. Also ganz allgemein ist die Arbeit die echte Wertschöpfung zu einer externe Referenz, also die echte Wertschöpfung zu einem Kunden. Ich tue etwas, ich löse das Problem von jemand anderem und kriege dafür Geld oder kriege dafür irgendetwas in dieser Form. Das ist dann echte Arbeit. Also wenn ich für einen anderen etwas tue, wenn ich es eher für mich tue, zum Erhalt, zum Report, zur Festigung, zur Weiterentwicklung von mir, dann ist das vielleicht etwas Schönes. Aber es ist Beschäftigung. Das ist erstmal so der substanzielle Unterschied. Arbeit ist immer Arbeit für andere, sonst ist es Beschäftigung. Was dazu führt, dass viele Mitarbeiter, wenn sie diese Unterscheidung nutzen oder kennen, sich in einer Situation wiederfinden, die recht unbefriedigend ist, weil viele Menschen 80-90% ihrer Zeit beschäftigt sind. Das sieht auch so aus wie Arbeit, ja. Ist es aber eigentlich gar nicht. Und das ist ja auch etwas, über was wir viel sprechen. Woher kommt das überhaupt? Warum unterhält man eigentlich so viel Beschäftigung und kommt so wenig zur Arbeit? Und ohne jetzt über die Themen sprechen zu wollen, in epischer Breite, die wir sonst immer wieder bemühen, ist es ja letztendlich eine Überzeugung, dass ein Organisationsmodell, das eigentlich ausgedient hat, benutzt wird, nämlich das der Kontrolle, das der Steuerung, das der Idee, dass ein Unternehmen wie eine Maschine zu interpretieren ist, das dazu führt, dass man versucht, alles zu kontrollieren, alles zu messen, alles zu reporten, um eine perfekte Kontrolle zu gewährleisten, was aber dazu führt, dass natürlich andauernd wieder Neues kontrolliert, controlled und reported werden muss, weil sich die Welt heute verändert hat. Das heißt, dieses eigentlich auf eine stillhaltende Welt ausgerichtete Managementsystem prallt auf eine immer dynamisch gewordenere Welt und das führt dazu, dass die Steuerung in sich selbst kollabiert und dass die Menschen immer mehr beschäftigt sind, zum Systemerhalt und immer wieder weniger arbeiten. So, das könnte man als Grundlage genau. Für diese Unterscheidung nochmal. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, die mir spontan einfallen, wie diese Falle jetzt in den Beratungskontext zuschnappen kann. Zum einen kann sie einfach dann zuschnappen, wenn der Berater, ja wahrscheinlich vielleicht auch so reflexhaft oder aus einem ganz bestimmten Wunsch des Kunden heraus, etwas tut, was eigentlich eher die Beschäftigung im Unternehmen fördert und nicht wirklich
der Wertschöpfung zuträglich ist. Also fangen wir mal etwas Simplen an. Er sorgt dafür, dass ein ganz bestimmtes Kennzahlensystem besser wird. Das mag dem Wunsch des Kunden entsprechen, aber es ist erstmal keine Verbesserung der Arbeit, jedenfalls nicht vordergründig, sondern erstmal nur stabilisiert es ein System und es ist damit, fördert damit die Beschäftigung, nämlich dem Reporten von irgendwelchen Zahlen. Und die zweite Falle, der zweite Teil, wo diese Falle zuschnappen kann, ist, wenn wir jetzt betrachten das Beratungssystem, wie wir gerne dazu sagen, also diesen Kontext, wo Berater und Kunde zusammenwirken. Und auch das ist ja ein System, was sich erhalten möchte. Auch da haben wir es ja mit Erwartungen zu tun, des Beraters und des Kunden. Und man möchte es gerne fortsetzen, jedenfalls wenn es erfolgreich wirkt. Und der Berater muss immer mitdenken, wie muss er sich gegenüber dem Kunden verhalten, damit der Prozess weitergeht. Der Kunde muss sich gegenüber dem Berater immer überlegen, wie muss ich denn vorgehen, damit A, der noch weiterhin die Lust behält, weiterzumachen, B, auch tatsächlich das tut, was ich glaube, was wirkungsvoll sei. Und so spielt man sich dann ein bisschen gegenseitig was vor und versucht, dieses Beratungssystem zu stabilisieren. Ja, genau. Und so eine Beschäftigungsfalle manifestiert sich dann oft in der Form, dass Berater artikulierte Probleme, die eigentlich nur Symptome sind, als Auftrag akzeptieren. Ja. Ne? Und man beobachtet das insbesondere im Moment ganz, ganz stark, zum Beispiel bei diesem Thema Agilität. Vor ein paar Jahren waren es noch Lean Management. Mhm. Es ist eigentlich egal, wie die Mode gerade heißt. Aber was passiert ist ja, im Unternehmen meint man einen Bedarf zu erkennen, nämlich wir müssen uns agilisieren. Im Moment agilisieren sich alle. Alle machen agiles Management. Wir sollten da auch mal so ein paar agile Methoden einführen. Und jetzt sucht man sich jemanden, der das machen kann. Also mit wem können wir agile Methoden einführen? Ja, das habe ich noch gut in Erinnerung. Das ist schon ein bisschen her. Da wurde ich für einen Vortrag angefragt zum Thema Lean Management. Also inspirieren Sie uns mal zum Thema Lean Management. Und die Anfrage kam, glaube ich, so im April. Und dann haben wir mir so Termine durchgesucht und haben irgendwie kaum einen Termin gefunden, auch bis Juni hin. Dann sagte ich irgendwann, okay, dann müssen wir es halt nach die Sommerferien packen. Dann machen wir es vielleicht im September, Oktober. Nein, sagte man uns, Lean ist im ersten Halbjahr dran. Im zweiten Halbjahr machen wir dann Six Sigma. Das ist irgendwie ein schönes Symptom für dieses Problem. Was mir in dem Zusammenhang auch einfällt, ist eine großartige Begegnung, die wir beide hatten, nämlich als wir ein Unternehmen kennengelernt haben, das auf uns zukam, mit dem Wunsch, dass wir doch mal New Work bei ihnen etablieren sollten. Sie hätten sich ein bisschen beschäftigt mit diesem Thema und halten das für sich für hochrelevant. Und ob wir denn ihnen dabei helfen könnten, New Work einzuführen. Und du weißt wahrscheinlich, von wem ich rede. Und wir haben angefangen, Interviews zu führen in diesem Unternehmen, um zu gucken, gibt es denn überhaupt ein Problem, das gelöst werden muss, zu dem vielleicht gewisse Bestandteile der New Work-Idee beitragen könnten. Ja. Also da steckt schon mal die erste wichtige Erkenntnis drin. Bin ich beschäftigt damit, ein künstlich konstruiertes oder vermeintliches Symptom zu lösen und damit mit dem Kunden dran zu arbeiten? Oder arbeite ich an einem Problem, das wirklich einen Beitrag oder eben in diesem Fall einen negativen Beitrag zu der Wertschöpfung des Unternehmens leistet? Und was wir festgestellt haben bei diesem Kunden war ja, dass die unglaublich performant aufgestellt sind, eine total intelligente Organisationsstruktur haben, viel Selbstorganisation, viel informelle Hierarchien, die ihren Dienst leisten für die Organisation, ganz wenig bürokratischer Management-Bullshit, wie wir ihn manchmal etwas despektierlich nennen, sondern eben eine Organisation, in der die Mitarbeiter viel arbeiten können und wenig beschäftigt sind. Und sich jetzt für irgendeine gerade populär diskutierte Idee zu verändern, hätte sie womöglich verschlechtert. Und ob wir uns das jetzt zuschreiben können oder nicht, weiß ich nicht, aber wir haben sie womöglich ein bisschen davor bewahrt, sich jetzt irgendwie auf so eine Mode drauf zu stürzen. Ne? Weil wir uns getraut haben, wenn man das jetzt ein bisschen selbstbeweihräucherisch formulieren möchte, in Betracht zu ziehen, dass das geäußerte Symptom gar kein Problem ist, das man lösen muss. Ne? Ja. Auf jeden Fall würde ich auch nicht wollen, dass alleine nur der Spott auf Kunden jetzt überbleibt aus unserer Diskussion, sondern das ist quasi eine Falle, in die beide reintappen können. Also der Kunde fällt da rein, weil er Themen so wie Moden behandelt. Jetzt machen wir mal Agilität, dann machen wir Digitalisierung und dann sind wir wieder durch. Ja.
Aber in die Falle tappt natürlich auch der Berater ein, entweder wenn er das überhaupt nur annimmt, solche Aufträge, oder wenn er einfach merkt, ach, da kann ich was, dann ziehe ich da einfach was aus der Schublade und biete das einfach an, weil der Kunde das haben will. Also wenn immer quasi etwas getan wird, alleine oder ohne Berücksichtigung dessen, was es für eine Wirkung hinterher für den Kunden tatsächlich hat, für seine Wertschöpfung hat, dann ist die Gefahr, dass die Falle zu, muss natürlich nicht, es kann ja auch immer ganz anders kommen, aber die Gefahr ist, dass die Falle zuschnappt, groß. Und damit ja dann letztendlich das Wirksamkeitspotenzial verschenkt wird. Ne? Also das meinen wir auch mit der Beschäftigungsfalle. Wenn ich in die Beschäftigungsfalle tappe, ist die Folge davon, dass ich als Berater nicht wirklich wirksam sein kann. Im besten Fall befriede ich ein paar soziale Konflikte oder schaffe halt soziale Hygiene, aber womöglich sogar zu Ungunsten der Wertschöpfung. Ich erinnere mich da an ein anderes Beispiel, wo ich mir eine richtig blutige Nase geholt habe und wo ich viel daraus gelernt habe, weil es so weh tat. Da habe ich bei einem Kunden die Anfrage bekommen, mich mal um einen Konflikt zu kümmern, der so ein bisschen brodelte in einer Abteilung. Und ich habe das nicht hinterfragt, sondern einfach als Auftrag akzeptiert. Ja, ich gucke mir das mal an, ich führe mal Interviews, ich versuche mal heraus, was zu finden, was da los ist. Und habe dann eben auch einen Konflikt identifizieren können zwischen dem Chef und einer langjährigen Mitarbeiterin, die sehr wichtig war für die Wertschöpfung und die eine signifikante Rolle in dieser Organisation getragen hat. Und das Problem war, dass ich versucht habe, etwas aufzulösen, nämlich einen Konflikt, der eigentlich ein systeminhärenter oder eine Reaktion auf die Konstellation war in dieser Organisation. Das heißt, da haben sich gar nicht die, nennen wir sie mal Anna und der Peter gestritten, sondern da haben sich der Chef und eine ganz spezifische Könnerin gestritten, und zwar aufgrund der Konstellation, in der sie sind. Und dass ich diesen Konflikt versucht habe aufzulösen, hat sogar die Wertschöpfung in dem Fall gefährdet, weil das quasi eine konstruktive Spannung war, die da zu beobachten war. Und in solche Fallen reinzutappen, ist sehr leicht möglich, wenn man Ich vergleiche das immer gerne, wenn man versuchen würde, den tiefen Streit zwischen Keith Richards und Mick Jagger zu befrieden, ja. Dann würde man der Band Rolling Stones jegliche Leistungsfähigkeit entziehen. Also womöglich ist der Konflikt die Basis für die Leistungsfähigkeit. Das muss nicht so sein, das ist auch keine Regel. Aber wenn man daran rumfummelt, muss man einfach auch die Gefahr sehen, dass es auch schlechter werden kann, als es war. Vielleicht friedvoller, aber nicht so performant. Ein weiteres Phänomen, das man oft beobachtet, ist, dass Beratung eine Funktion erfüllt, die total kontraintuitiv ist und die auch nicht logisch ist, sondern nur aus Systemsicht logisch ist, nämlich die des Entscheidungsaufschubs. Also wir haben lustigerweise gerade noch im Seminar über einen so einen Fall gesprochen und haben den versucht, ein bisschen aufzuarbeiten, wo eine Kollegin im Bereich der Personalverantwortlichen ein Führungsleitbildentwicklungsprogramm versucht hat voranzutreiben mit der Personalleiterin. Und wenn man ganz genau hingeguckt hat, ich meine, wir haben jetzt natürlich in diesem Seminarsetting auch nicht die Möglichkeit gehabt, genau vor Ort alles zu erarbeiten, aber es sah stark danach aus, als hätte die Organisation es geschafft, und das verschafft eine Organisation oft, sich durch dieses Projekt, also HR, kümmert ihr euch mal um diese Kulturentwicklung und Leitbildentwicklung, die Arbeit an den eigentlichen Problemen vom Hals zu schaffen. Also man konnte sozusagen das aussitzen und damit einfach diese Muster, die destruktiven Muster, die... Wir tun doch was, wir sind doch dabei. Genau, wir sind doch dabei, wir arbeiten doch an was. Und dadurch, deswegen Entscheidungsaufschub, ne, dass dieses Phänomen ist auf den ersten Blick gar nicht so leicht zu erkennen. Aber es führt dazu, dass die Organisation Zeit gewinnt. Sie muss sich mit den wirklich schwierigen Dingen gar nicht beschäftigen, sondern kann einfach die Muster der Vergangenheit fortsetzen. Also erste Falle, wie haben wir sie genannt? Beschäftigungsfalle. Beschäftigungsfalle, genau. Einen Aspekt haben wir uns noch aufgeschrieben, nämlich die Argumentationsverstärkung als Funktion. Ne? Also gibt ja auch viele Beratungsmandate, die eigentlich nur deswegen zustande kommen, weil man von dem externen Berater nochmal bescheinigt bekommen muss, dass die eigenen Argumente in der Argumentation altbekannt. Genau, gut sind. Dann rücken wir der zweiten Falle mal auf die Pelle, die wir genannt haben, die Dienstleisterfalle. Und was es damit auf sich hat, die leitet sich durchaus auch aus der ersten Falle natürlich ab.
ist die, dass ein Berater sehr häufig in eine Rolle hineingedrängt wird oder sich hineindrängen lässt, die einem Erfüllungsgehilfen halt gleicht. Also das heißt, er liefert nicht mehr eine echte Lösung für ein Problem, sondern er soll ausführen, was man sich so vorstellt, was wirksam sein könnte oder was hilft. Also man tut dem Kunden einen Gefallen. Er sagt, machen Sie mal das und darum müssen Sie sich noch mal ein bisschen stärker kümmern, die Leute sollen Sie mal einordnen, das müsste mal hier passieren. Und jetzt tut man das, weil man ein guter Berater sein will. Mhm. Nicht nur, weil man blanken Mammon irgendwie einstreichen möchte, sondern weil man ein guter Berater sein will. Also man legt seinen Fokus mehr auf die Gefälligkeit zum Kunden, bringt natürlich vielleicht auch einen Anschlussauftrag, ne? Und weniger auf die echte Wirkung zum Kunden. Und das erzeugt Theater. Und das wiederum hat auch viel mit der Frage der Positionierung zu tun. Denn wenn man die ganze Zeit, und das tun viele Berater unglücklicherweise meiner Meinung nach, manchmal macht es Sinn, aber oft unglücklicherweise, sie stellen immer nur ihre Kompetenz in den Vordergrund. Das ja. heißt, sie sagen, was sie alles Tolles können und dass sie Experten für ein bestimmtes Thema sind und unterstreichen das mit Zertifikaten. Und auf ihrer Website findet man auch eine ganze Armada an besuchten Ausbildungsbausteinen oder Lehrgängen und versuchen immer wieder Kompetenzverdacht zu erzeugen. Genau, Kompetenzverdacht zu erzeugen. Und damit lösen sie natürlich bei dem Economic Buyer, also bei dem Auftraggeber, den Eindruck aus, ja, den brauche ich für das und das. Ja. Also mit dem will ich nicht über mein Problem nachdenken, wie ich mit einem guten Freund über meine schwierige Lebenssituation nachdenke, wo ich das Problem noch nicht so genau kenne und ich durch die Diskussion mit meinem Freund auf eine Idee kommen könnte, wie man mal da drauf schauen könnte, sondern das ist der Experte, das ist der Schlüsseldienst und den will ich jetzt dafür einsetzen, dass er mein Schloss aufmacht, weil ich meinen Schlüssel verloren habe. Und wenn der jetzt anfängt zu sagen, ja, man könnte ja auch mal gucken, ob sie überhaupt die richtige Tür haben, dann sagt er, was willst du von mir? Verschwinde, du bist mein Dienstleister. Das heißt, die ganze Positionierungsarbeit oder die ganze Art und Weise, wie man kommuniziert, trägt im hohen Maße dazu bei, wie man als Berater wahrgenommen wird und auch welche Aufträge man bekommt und dadurch wiederum, welche Wirkung man überhaupt erzeugen kann. Ja. Ob man überhaupt das Mandat bekommt an den entscheidenden Stellhebeln, das sind ja ganz kleine, subtile Sachen, die da passieren können. Also als ich früher viel Beratung gemacht habe, habe ich das daran festgestellt, dass man gemeinsam einen Workshop macht und jetzt verlassen alle von Kundenseite den Raum und sagen, und sie schicken uns doch das Fotoprotokoll hinterher zu. Mhm. Und damit wird natürlich sofort klar, wer hier Dienstleister ist und wer hier Kunde ist. Man könnte das einfach auch sein lassen. Ne? Man könnte ja vor allem nicht fördern am Anfang. Ne? Genau. Ja, sie kriegen von uns natürlich ein Fotoprotokoll. Genau. Warum ja. überhaupt? Ja, genau. Also kriegen wir ein Fotoprotokoll? Ja, wenn sie sich eins machen, kriegen sie natürlich auch eins. Wer macht das von Ihnen? Wollen wir das hier kurz klären? Aber wir doch nicht. Ja. Wobei das natürlich, wenn ich mich die ganze Zeit vorher als Experte positioniert habe, also dann wird das unglaubwürdig. Dann wird es unglaubwürdig oder dann stößt es nur auf Widerstand. Aber ich merke das bei mir, in den letzten Beratungsprojekten, es wird ja bei mir auch immer weniger, die ich durchgeführt habe, da kommt gar keiner mehr auf die Idee, mich zu fragen. Ja. Ob ich ein Fotoprotokoll machen würde. Ja. Und auch da kann man überlegen, wenn man ein größeres Beratungshaus ist, ob man mit verschiedenen Rollen arbeitet. Ne? Also ob man einen Projektleiter hat, der eher diese Ebene der gemeinsamen Problemdiskussionen unterhält und wo es eher um Vertrauen geht, rede ich mit diesen Menschen über mein Problem und andere Leute, die im Projekt diese Expertenrolle einnehmen und das abarbeiten und sich auch zum Beispiel um solche Fotoprotokollfragen kümmern. Also Positionierung spielt aus unserer Sicht eine wahnsinnige Rolle, um nicht in diese Dienstleisterfalle zu tappen. Und viele haben immer das Gefühl, sie müssten Kompetenz darstellen. Genau. Ja, mhm. und eben dem Kunden dienen. Ne? Dienen hat ja auch durchaus gerade einen guten Ruf. Ja, man redet ja von dienender Führung und so. Und deswegen ist auch ein dienender Berater womöglich im moralischen Kompass als gut angesehen. Ist vielleicht auch moralisch gut, aber ist womöglich nicht so wirksam. Mhm. Und am Ende des berühmten Beratungstages stellt sich immer wieder die Frage, meistens unbewusst, nicht zwingend bewusst, hat er uns das Geld wieder eingespielt, was er uns gekostet hat? Hat er uns den Wert vielleicht auch langfristig gebracht, den wir ihm bezahlt haben? Und mindestens wenn man mindestens den, genau. Ja. Und wenn man das nicht vernünftig auch beantworten kann und ich weiß, ich habe wirklich Wirkung, nicht antizipierte, erhoffte, sondern tatsächliche Wirkung, meine Erfahrung ist, früher oder später fliegt man raus, immer. Ja. Ja, ich kann mich an einen Fall erinnern, wo ich gespürt habe, das war in meinen allerersten Beratertagen, wo ich gespürt habe, eigentlich müsste ich dem Geschäftsführer mal richtig vors Schienenbein treten, auch weil er das will. Also er will mal mit jemandem, weil er hat sonst niemanden, mit dem er über seine eigenen Herausforderungen sprechen kann und er will eigentlich mal jemanden, der ihn
fordert, der ihnen mal auf die Probe stellt, der Fragen stellt, die unangenehm sind. Und dazu lädt er natürlich nicht ein. Ab und zu bietet er vielleicht mal eine Möglichkeit, dass man da rein kann. Aber was er eher sagt ist, kannst du denn das auch anbieten? Kannst du das denn noch machen? Ich glaube, meine Mitarbeiter bräuchten mal ein Kommunikationstraining. Ja, ja, kann ich machen. Kann ich. Habe ich schon viele von gemacht. Würde ich so und so aufbauen. Anstatt diese Lösung, die mir der Kunde zur Verfügung stellt, erstmal in Frage zu stellen. Ja. Und ist ja, ich denke gerade darüber nach, ist natürlich bei einem guten Restaurant, ist der gute Ober, der gute Dienstleister, der, der sagt, nee, nee, nehmen Sie das mal nicht mit Kohlrabi, das passt nämlich nicht zusammen wegen irgendwie, sondern stimmt, das sollten Sie mit was anderem zusammennehmen, schmeckt viel besser. Der gibt mir also wieder Worte und macht damit deutlich, er ist wirklich daran interessiert, dass es mir schmeckt. Jetzt muss es mir natürlich auch hinterher schmecken, sonst war es albern. Aber das ist dann der gute Dienstleister, der mir wieder Worte gibt. Ich glaube, unser Kollege Daniel wäre es gewesen, der mir erzählt hat, der war bei so einem X-Sterne-Restaurant, Michelin-Star, und da hat der Ober quasi jeweils nur einen Tisch gehabt und hat dann gesagt, ich glaube, von dem, was Sie mir bis jetzt erzählt haben und was Sie in der Vorspeise hatten, sollten Sie den Wein mit der Beilage nehmen. Das passt zu Ihnen. Das ist was anderes. Das, ne? Ist cool. Ja. Ja. Gut. Dritte Falle? Ja. Die Personifizierungsfalle. Genau. Wahrscheinlich die, ja, die kontraintuitivste von allen. Wenn man Unternehmen kennenlernt und man beobachtet, was da so passiert, kommt man oft auf die Idee, die haben alle nur Flusen im Kopf. Wie kann man so einen Unsinn machen? Es liegt doch auf der Hand, es ist doch offensichtlich, was man eigentlich tun müsste. Da also sind halt ein paar Pappnasen am Werk, oder? Richtig. Also der Müller und die Frau Schulze, die kannst du eigentlich in der Pfeife rauchen. Ja, die wollen nicht unternehmerisch denken, genau, und setzen sich auch nicht für ihre Mitarbeiter und ihre Kollegen ein. Ja, und was ich da in diesem tollen neuen Buch gelesen habe über irgendwie so einen Führungsfuzzi, der da was ganz Tolles gemacht hat, das kann er ja mit seinen Leuten machen, aber wenn ich da an meine vier denke, keine Chance, mit denen geht das ja nicht. Also muss ich die mal entweder einordnen, genau, auf Spur bringen, entwickeln. Was gibt es noch für schöne Vokabeln für Dressur? Enablen. Ja, enablen, ja, ja. Ins Boot, ja, holen. Ins Boot holen, genau. Ja. Einordnen hatten wir schon. Also dressieren. Genau. Oder rausschmeißen. Oder rausschmeißen, geht auch, genau. Dann, auf alle Fälle auch mal richtig einen Anschiss geben. Die müssen mal einen Schuss vom Bug bekommen, so heißt es. Richtig, ne? Ja. Ins Boot holen, Schuss vom Bug, irgendwie diese Seemetaphern. So dass sie mal merken, dass es ja hier um echtes Geschäft geht und nicht um... Ja. Und die Perspektive, die wir hier anbieten wollen, und das ist deswegen auch Personifizierungsfalle genannt, dass man den Blick wegnimmt vom Individuum und sich eher die Frage stellt, warum ist es denn sinnvoll, dass Müller und Schulze so handeln, wie sie handeln? Welches Problem lösen Sie mit diesem Verhalten? Das Verhalten sieht vielleicht ganz komisch und unsinnig aus, aber die These, die dahinter steckt, ist, such immer erstmal nach dem guten Grund, nach dem Problem, was ich mit diesem Verhalten lösen sollte. Ich kann mich da an etliche Beispiele erinnern. Wahrscheinlich gibt es in jedem Beratungsfall, den wir gemeinsam gemacht haben, ja, immer solche, wir nennen das manchmal auch Stellvertreterprobleme, wo jemand als Arschloch markiert wird oder als nicht, das ist ja beliebig, das sind ja auch immer unterschiedliche Charaktereigenschaften, die da kritisiert werden. Ne? Man sagt immer, die gute Führungskraft nimmt mit und stellt gute Fragen, und dann wird aber gleichzeitig jemand kritisiert, der genau das macht und nicht durchsetzungsstark genug ist. Ja. Wenn der doch nur durchsetzungsstärker wäre, dann würde es in dem Laden auch laufen, oder wenn er nur dafür sorgen würde, dass die Pläne eingehalten werden und so weiter. Und dann stellt man fest, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, der Vorgänger von der Person war auch schon so. Und der Vorgänger auch. Was ja ein klares Indiz dafür ist, dass es eher eine Rolle ist, die da bespielt wird. Wir sagen manchmal auch ein Erwartungsbündel, das befriedigt wird, weil man eben Teil eines Spiels ist, das sich fortsetzen will. Und ich glaube, da machen wir in alle Richtungen Fehler als Berater. In diese Falle bin ich früher auch ganz, ganz oft getappt. Ich habe mir die Geschichte des Unternehmens erzählen lassen, entweder in Interviews oder vom Auftraggeber. Und der hat mir gesagt, unsere Mitarbeiter, die wollen dies, jenes und Folgendes nicht, und daran müsste man mal was ändern. Oder die Mitarbeiter erzählen, unsere Chefs, die mischen sich immer überall ein und die treffen immer alle Entscheidungen selber und sie verstehen aber eigentlich gar nichts vom Problem. Und wenn man da nicht genauer hinguckt, denkt man immer, das liegt an den Leuten. Also wir müssen die Leute ändern, wir müssen die erziehen, wir müssen sie entwickeln. Und dann kommt natürlich schnell die Idee auf als Berater, ja, dann kümmere ich mich darum. Mhm. Also dann tappe ich in genau diese Falle und bediene das, indem ich zum Beispiel ein Führungskräfteentwicklungsprogramm aufsetze oder Mitarbeitermotivationsprogramm oder einen Klettergarten besucht, um das Vertrauen zu fördern und so weiter und so fort. Ich finde das skurril, das erlebt man so häufig.
abends in Hotelbars. Also irgendwie, das haben wir auch schon gemeinsam erlebt, schönes Essen, nochmal ein Absacker an der Hotelbar. Und dann sitzen da drei, vier, ja meistens sind es ja irgendwie beschlipste Berater, wie man sie sich nicht beschwipst, beschlipste Berater, wie man irgendwie sie klischeehaft hat, aber auch in anderen Konstellationen. Und dann wird richtig über den Kunden gelästert. Und zwar nicht über das System, sondern natürlich über den, ach, dieser Einkäufer Müller, der kriegt auch nie mal eine harte Verhandlung hin. Ne? Haben wir dem schon fünfmal gesagt, kriegt der nicht hin. Es wird immer wieder personifiziert und über die Leute gelästert. Das ist eigentlich das beste Indiz dafür, dass man eben offenbar nicht die Perspektive einnimmt, was für ein Problem könnte denn Müller lösen? Was ist denn im System kaputt, anstatt immer über Müller zu reden? Der Idiot ist eigentlich eher der sich Berater, lustig macht. Der sich darüber lustig macht, genau. Ja. Mhm. Das heißt aber auch, liebe Kunden, wenn ihr wissen wollt, wie Berater arbeiten, versucht sie abends in der Bar aufzulauern und hört mal zu, wie sie über andere Kunden reden. Und du hast eben gesagt, wir wollen natürlich auch nicht nur die Kundenseite, sondern auch die Beraterseite kritisieren. Andersrum kann man es jetzt aber auch wieder drehen. Ja. Auch viele Kunden bieten natürlich, öffnen Tür und Tor für die Berater, um genau in diese Personifizierungsfalle zu treten, zu tappen. Also wir merken das ja in vielen Auftragsvorgesprächen, die wir in der Vergangenheit geführt haben, wo man erstmal viel Energie investieren muss, um überhaupt den Blick weg vom Individuum zu lenken, hin zum System. Könnte es womöglich daran liegen, dass Sie ein Zielvereinbarungssystem mit leistungsabhängigen Vergütungsbestandteilen habt, dass eure Mitarbeiter nicht selber über das große Ganze nachdenken? Ne? Oder könnte es vielleicht an euren Budgetprozessen liegen? Oder könnte es vielleicht an der Reisekostenrichtlinie liegen? Und ich glaube, da ist der eigentliche Hase im Pfeffer. Da gibt es nicht selten mal den Kunden, der sagt, ja, ja, ist ja alles schon richtig, aber eigentlich liegt es doch an Schulze. Machen wir uns doch nichts vor. So. Ja. Also man soll doch eigentlich nur Gründe finden für die eigentlich schon selbst gefasste Entscheidung vom Kunden. Also wieder mal in die Falle treten beide. Ja. Hast du Tipps, Marc? Ich habe Tipps 4, haben wir ja in Aussicht gestellt. Ja, stimmt. 1, 2, 3, genau. Genau, wir wollen euch 4 konkrete Tipps mitgeben zum Ende, die natürlich zum Teil sich auch nähren aus dem, was wir jetzt besprochen haben. Erster Tipp ist, nur extern referenzierte Probleme als Auftrag zu akzeptieren. Oder erstmal herauszufinden, was ist das extern referenzierte Problem. Klingt jetzt trivial, ist aber im Alltag gar nicht so unanstrengend. Also versucht, wenn ihr Beratungsprojekte akquiriert, erstmal herauszufinden, worunter leidet denn das Unternehmen am Markt? Also warum bekommt es weniger Kunden? Warum bekommt es weniger Aufträge? Ist es nicht schnell genug? Ist die Qualität nicht hoch genug? Ist der Servicegrad nicht hoch genug? Ist das Image nicht hoch genug? Was auch immer es ist, irgendwas in der Struktur des Unternehmens, in den Managementinstrumenten des Unternehmens verursacht diese Schlechtleistung und deswegen wandern die Kunden zu anderen Wettbewerbern. Und alles, was man tut als Berater, muss irgendwann auch darauf einzahlen, dass man als Unternehmen am Markt besser positioniert ist. Weil sonst, und das ist das Entscheidende, wird man langfristig belächelt. Dann ist man quasi der Hofnarr, der ein bisschen Sozialhygiene betreibt und sich ab und zu künstlich über irgendwas belustigt, was im Unternehmen passiert. Aber man leistet keinen wirklichen Beitrag zum Business und das führt langfristig eben zur Stigmatisierung. Also guckt knallhart auf die Wertschöpfung und das sage ich nicht aus, und das ist ein großes Missverständnis, das immer wieder auftaucht. Das sage ich ja nicht aus irgendwelchen kaltblütigen kapitalistischen Kalkül. Das ist ja oft so die Gegenwehr, die dann schnell entsteht. Also ja, okay, ihr seid ja nur auf die Wertschöpfung fixiert. Was ist denn mit den Menschen? Ich würde ja argumentieren, gerade wenn man sich auf externe Referenzen stürzt, dann erleichtert man die Leuten die Arbeit. Das heißt, sie können mehr arbeiten, sind weniger beschäftigt und das tut ihnen gut. Das fühlt sich vernünftig an und das führt zu einer besseren Kultur und dementsprechend auch zu einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit. Also externe Referenzen im Blick behalten. Zweiter Tipp, den haben wir noch gar nicht aufgegriffen, bezieht sich auch auf noch nichts, was wir bis jetzt besprochen haben, kaum. Höchstens ein bisschen auf die Dienstleisterfalle, nämlich Tagessätze. Wir haben mit unfassbar vielen Vergütungsmodellen und Honorarmodellen gespielt in unserer Beratervergangenheit. Und das Problem an Tagessätzen, ich spreche keine grundsätzliche Empfehlung gegen Tagessätze aus, aber sie führt natürlich immer zu einem Spiel, das man sich einhandelt, nämlich der Berater versucht tendenziell natürlich immer mehr Tage zu verkaufen. Dieses Motiv muss er immer mitdenken bei seiner Kommunikation. Der Kunde auch. Und der Kunde versucht tendenziell mitzudenken, der Berater will mir wahrscheinlich mehr Tage verkaufen und ich muss es womöglich vermeiden oder sollte immer mal gucken, was steckt denn wirklich hinter diesen Tagen. Und es gibt, glaube ich, kein perfektes Honorarmodell, aber deswegen will ich jetzt auch nicht
irgendwie eine Empfehlung aussprechen für eins. Wir haben viel mit Flatrates gearbeitet, wir haben mit Leistungsphasen gearbeitet, die in Fixum verbunden sind, was den großartigen Vorteil hat, dass man sich danach nur noch darüber unterhalten muss, was bringt denn jetzt Wirkung bei uns? Was tun wir wirklich? Was tun wir wirklich? Und nicht, wie viele Tage kostet das? Und trotzdem, jetzt kann man auch wieder argumentieren, wenn man einen Festpreis vereinbart, ist der Berater wiederum motiviert, nicht zu viele Tage reinzustecken. Also man kommt aus der Nummer nie ganz raus. Und ich erinnere mich auch durchaus an Kunden, die dann irgendwie sagten, ja, aber es kann ja nicht sein, dass sie diese unglaubliche Wirkung dann womöglich nur in 2 Tagen erfüllen. Also so im Sinne von, nur der Berater, der sich wirklich den Arsch aufreißt, ist ein guter Berater. Also ja. Da steckt natürlich sehr viel drin, dass das irgendwie Zeit gleich Leistung sei. Ja, genau. Stimmt, das ist ein ganz tiefer, verwurzelter Irrtum, ne? Ja. Dass Zeit gleich Leistung ist, ja. Dritter Tipp, greift die Dienstleistungsidee auf, lass dich nicht zum Dienstleister machen. Man kann jetzt alles Mögliche machen, worüber wir eben schon gesprochen haben, aber versuch das immer mitzudenken. Also lass dich nicht zum Dienstleister machen und positionier dich auch nicht als Dienstleister. Was ich zum Beispiel tue, ein ganz konkretes Beispiel, ist, ich signalisiere grundsätzlich, dass ich nicht bereit bin, einfach mal so für einen Kennenlerntermin vorbeizukommen, sondern ich sage, wenn wir uns kennenlernen, dann bin ich davon überzeugt, nutzt das schon was, das alleine ist schon eine Intervention. Ich will mit euch über euer Problem nachdenken und das muss euch mindestens x-tausend Euro wert sein. Wenn wir daraus ein Projekt machen, das dann unsere Organiers abwickelt, dann verrechnen wir das gerne. So. Oder das eben schon angesprochene Fotoprotokoll. Oder eben dieses konsequente Interesse an dem eigentlichen Business. Also immer, wenn wir Beratungsprojekte starten, dann fragen wir uns, wie ist die Konstellation, in der dieses Unternehmen arbeitet? Wie sieht der Markt überhaupt aus? Was sind die Wettbewerber? Also ich zeige ein Interesse am kommerziellen Wesensgegenstand des Unternehmens und bringe damit auch zum Ausdruck, dass mir immer auch was am Business gelegen ist. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in diese Dienstleisterrolle abgleite, schon viel, viel kleiner. Sehr gut. Und der vierte Tipp bezieht sich auf die dritte Denkfalle, die Personifizierungsfalle. Lass dich nicht auf dieses Spiel ein, nach Schuldigen zu suchen. Auch nicht nach Helden. Also versuche, die Symptome, die im Unternehmen zu beobachten sind, immer auf die Konstellation, auf das System zurückzuführen, welches Spiel gespielt wird. Und wenn beim Fußball irgendwas nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, dann würde man sich auch idealerweise nicht die Frage stellen, was ist am Spieler kaputt, sondern was ist am Spiel kaputt. Ich erinnere mich an diese schöne Geschichte von, die kannst du mal erzählen, von Barbados und Grenada, die passt da wie die Faust aufs Auge. Das ist schon ein bisschen her, ich glaube es war 82. Ja, 82. Es findet ja immer parallel zu Europameisterschaften auch auf anderen Kontinenten Fußballmeisterschaften statt. So eben auch, ich glaube 82 war es, die Karibikmeisterschaften, wo alle karibischen Mannschaften gegeneinander gespielt haben. Und bei solchen Turnieren versucht, so ist meine These, die FIFA, also der Weltverband, mal neue Regeln, Turnierregeln auszuprobieren, um mal live zu gucken bei so vermeintlich unterklassigeren Mannschaften. Und in diesen berühmten Karibikmeisterschaften hat die FIFA 3 neue Regeln versucht. Nämlich zum einen, bei Vorrundenspielen muss immer ein Gewinner gefunden werden. Also es geht im Zweifel auch in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen. Dann das erste Tor in der Verlängerung entscheidet das Spiel. Golden Goal nennt man das, kannte man später auch bei der Europameisterschaft. Und in der Torbilanz zählt das Golden Goal doppelt. So. Und jetzt gibt es die Situation des letzten Vorrundenspiels, Barbados gegen Grenada. Und ich glaube, es war Barbados, die die entweder unentschieden spielen mussten oder wenn sie verlieren, nur mit einem Tor Abstand verlieren durfte. Und Granada musste, um weiterzukommen, mindestens mit 2 Toren und Vorsprung gewinnen. So, und Granada hat irgendwie auch richtig gut losgelegt und hat schnell das 1-0 geschossen, aber das reichte halt nicht. Und so ging es immer weiter, 80. Minute, 85. Minute und irgendwann merkten sie, wir schaffen das 2. Tor nicht. Und jetzt kamen sie auf die Idee, was können wir tun? Und haben gesagt, okay, wir müssen versuchen, in die Verlängerung reinzukommen, damit wir eine Chance haben, dort das Golden Goal zu schießen. Also haben sie ein Eigentor geschossen in der 85. Minute, weil sie mit einem Unentschieden ja in die Verlängerung des Vorrundenspiels kommen. Nun schlafen die Jungs von Barbados auch nicht so weit unten auf dem Baum. Die haben mitgedacht und waren pfiffig und haben festgestellt, wenn wir jetzt unentschieden spielen, geht es in die Verlängerung. Das könnte unser Ausschied
bedeuten. Wenn wir aber mit einem Torunterschied gewinnen, sind wir weiter. Aber wir sind auch weiter, wenn wir mit einem Unterschied verlieren. Torunterschied verlieren. Und diese letzten 5 Minuten des Spiels sind in die Geschichte des Fußballs eingegangen, weil eine Mannschaft, nämlich die von Barbados, auf beide Tore gestürmt hat, auf das eigene und auf das gegnerische, weil Hauptsache es fällt ein Tor, egal auf welcher Seite. Und Granada zum ersten Mal in der Geschichte eine Mannschaft war, die versucht hat, beide Tore zu verteidigen, was natürlich total kurios ist und ich mir vorstellen könnte, wenn jetzt einer auf die Tribüne kommt, der sagt, ihr habt doch alle eine Macke, ihr habt doch alle gar keine Ahnung von Fußball. Was für Idioten. Was für Idioten. Die reparieren wir jetzt mal. Genau. Führungskräfteentwicklungsprogramm. Die Geschichte geht übrigens so aus, dass es Granada tatsächlich geschafft hat, in die Verlängerung sich zu retten und dort auch tatsächlich das Golden Goal geschossen hat und dann weitergekommen ist. Aber nicht Karibikmeister, glaube ich. Also, nicht nach Helden und Schuldigen suchen. Genau. Du kannst dir als Merksatz quasi aufschreiben, immer wenn du nach Helden und Schuldigen suchst, hast du das Problem noch nicht verstanden. Dann stocherst du noch in dieser Personifizierungsfalle rum. Und man verführt sich gerne gemeinsam zu dieser Denke. Wir merken das ja auch in unserer Beraterausbildung. Auch wenn man diese Beratungsausbildung durchlaufen hat, dann ist es immer noch schwer, das durchzuhalten. Und ich erinnere mich an viele Situationen, die wir in unserer Beratervergangenheit erlebt haben, wo wir gemeinsam da standen und sagten, das ist vielleicht doch ein Arschloch. Ja, genau. Also vielleicht und am Ende des Tages gibt es ja auch Arschlöcher. Vielleicht, genau. Und es kann immer auch mal sein, aber wir sagen immer, das muss die letzte Option sein. Also versuche erst 99 andere Gründe dafür zu finden, die systemisch motiviert sind, warum ein Mitarbeiter so handelt, wie er handelt. Und wenn dann immer noch kein Grund gefunden ist, dann ist es vielleicht einfach ein Arschloch. Dann raus damit. Ne? Also ja. Dann sollten auch Fakten geschaffen werden. Oder aufs Abstellgleis. Okay, wir sind ja in einer Live-Session. Ah, das heißt, wir könnten sogar ein paar Fragen beantworten, wenn es welche gibt. Wir gucken mal unsere Kollegin an. Es gibt keine Fragen. Naja. Na gut. Wir warten noch strategisch ein paar Sekunden, falls welche kommen. Falls welche kommen. Ja. Du kannst auch hier mal gucken, sonst, ne, da könnten auch welche sein. Wir sind auf so vielen Kanälen gleichzeitig live, da verliert man schon mal schnell den Überblick, da sieht man nichts. Nee. Das Schöne ist ja eigentlich, man müsste immer auch noch eine Kamera dahinter haben, weil das Bild, was jetzt von uns gezeigt wird, mit einigermaßen, ach guck mal, wir hätten die Flaschen mal wegräumen sollen, also mit einigermaßen schön drapierten Hintergrund, aber wenn man dann in die Richtung guckt, wie grauenhaft das da aussieht, das will aber keiner sehen. Unsere Freunde von Instagram, die dürfen das sehen. Ah, sehr gut. Die kriegen das jetzt mal zu sehen. Ne? Also hier, schaut mal. Es geht ja noch, ne? Aber da hinten, guck mal, da hinten spaziert Lena rum mit ihrem Rechner und hier haben wir das alles, das ist unser Setup. Und jetzt können wir mal LinkedIn und Twitter und so zuwinken. Sehr schön. Okay, ihr Lieben, vielen Dank fürs Dabeisein und ihr könnt gerne jetzt noch im Kommentarbereich Fragen stellen, die beantworten wir dann nachträglich. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag. Wir gehen jetzt mal weiter schwitzen. Und hoffentlich sehen wir uns bald wieder und hören uns wieder in einer der weiteren Intrinsify Podcast-Episoden. Dankeschön. Macht's gut. Tschüss. Hinterlasst uns eine schöne Bewertung. Danke. Ciao.